Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, heute mal von unterwegs ein kleines, kurzes Schnellschnellvideo, weil geht sich mal wieder um die Bunten. Langsam, um die Grünen dreht es sich, ne? Was sie sich jetzt wieder haben einfallen lassen, um die ein bisschen klein zu machen, ne? Und klein zu halten. Also, direkt nach dem Intro leg ich mal los, ne? Was ist denn jetzt, Knolte? Na, am Intro wollte Gas geben. Nix. Also, komm, raus mit der Sprache. Was machen die Grünen schon wieder? Jo, hallo Rani. Ja, die Grünen, ne? Erstens wollte er versucht haben, dass du kein Fleisch mehr essen tust, ne? So wollten sie dir verbieten tun, ne? Weil das ist ja schlecht für die Umwelt, wenn die Kühe da so rumfurzen, ne? Die Schweine natürlich auch, also nicht so viel Fleisch fressen, ne? Und jetzt kam ja diese Grazie da, wie heißt sie noch gleich, die von den Grünen? Ach, Mann, mein Namensgedächtnis. Wie heißt sie denn jetzt noch? Die eine da, die aussieht wie ein junges Reh. Oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Ha, Knolte. So redet man doch nicht über unsere Politiker. Das sind doch die Besten der Welt. Hast du wohl wieder vergessen, ne? Ja, aber wenn ich doch nicht auf den Namen komme, verdübbel nochmal. Irgendwie müssen die Leute ja wissen, wen ich meinen tun, ne? Also, die vollschlanke Dame da von den Grünen, ne? Nennen wir sie jetzt mal so, damit der Herr Rechnerrück mal zufrieden ist. Ach, die will jetzt auch noch Obst und Gemüse verbieten. Ja, verdübbel nochmal, was soll man denn noch fressen? Sag mir das mal. Kein Fleisch, kein Obst und Gemüse. Ja, ich weiß nicht mehr. Wollen wir dann nur noch Soja aus China-Land? Aber die Chinesen pusten uns ein, die brauchen ihren Soja selber, so. Naja, mal langsam. So schnell ist das Fleisch nicht verboten. Und so schnell ist das Obst und Gemüse auch nicht verboten. Und außerdem, ich mag sowieso keine Erdbeeren. Süße Kropfzeug doch. Die sind aber gesund, so. Und ich mag die wohl, so. Und ich esse die auch weiter, die können verbieten, was sie wollen. Interessiert mich überhaupt nicht. Denn ich bin ein freier Mensch. Ich kann selber denken. So. Weil ich selber denken kann, wo ich jetzt erstmal einen Konditionsschluck. So. Und weil ich Auto fahren bin, gibt's nur Wasser und kein Bierchen. So, eklig. Na, das war eigentlich zum Waschen. Nee, Bierchen ist schon besser. Aber muss ich nur wieder mal sein, wenn man Durst hat, ne? Also was machen wir jetzt mit den Grünen? Wollen wir die wirklich weiter wählen? Also ich nicht mehr. Die wollen ja, da wollen wir auch keine Freiheit mehr haben. Kein Autofahren, keine Gasheizung, nee. Kein Fleisch, kein Obst und Gemüse, nee. Ja mein Gott, sollen wir uns aufhängen alle, damit wir auch nicht mehr furzen. Nur damit die Grünen noch länger weiter in Saus und Braus leben können. Gott, vergesst mal nicht, ne? Immer mit dem Flieger in Urlaub. Auslandsreisen, Staatsbesuche, Flieger, nicht mit Tretroller. Frau Bärböckchen. Wir sollten sowieso verbieten, ins Ausland zu reisen. Die blamieren uns ja. Bis auf die Knochen blamiert die uns, genau. Also die Grünen. Diese Schnittlochpartei aus Grün in Ruhl und immer gebündelt auftreten, ne? Die müssen sie endlich mal verbieten. Hallo, Verfassungsschutz, verbietet die mal. In diesem Sinne, sauber bleiben.